Hallo und herzlich willkommen bei Windows Power. Heute wollen wir Ihnen zeigen, wie Sie den Schreibcache aktivieren oder deaktivieren können, um dadurch bessere Performance zu erzielen. Wie Sie wissen, wenn Sie einen USB-Stick oder einen Wechseldatenträger anstecken, dann wird hier immer rechts unten angezeigt, Hardware sich entfernen. Dieses können Sie einstellen, wie das Ganze vor sich gehen soll. So, dazu auf Start drücken, dann tippen wir hier in Geräte, dann wählen wir hier Gerätemanager aus. Als nächstes suchen Sie Ihre Festplatte, also der Name der Festplatte. Ich habe hier meine. So, damit Rechtsklick, Eigenschaften. Nun haben wir hier den Punkt Richtlinien. So, nun können wir auswählen. Schnelles Entfernen, das heißt, ich kann dann mein Stick oder Festplatte, was ich angesteckt habe, direkt abziehen, ohne dass ich das Ganze beenden muss. Oder ich kann hier bessere Leistung aktiviert den Schreibcache in Windows. Aber dann wird dieses Symbol hier unten rechts in der Taskleiste eingeblendet. Zusätzlich kann ich hier den Schreibcache aktivieren oder deaktivieren. Der Vorteil ist, wenn Sie das aktiviert haben, dann kann durch einen Stromausfall bleiben Ihre Daten erhalten. Also Sie verlieren nichts von Ihren Ordnerdaten oder Bild oder wie auch immer. Vielen Dank fürs Zusehen, Ihr Windows Power Team.